Hallo und herzlich willkommen zurück zu Cyberpunk 2077. Bevor das Video losgeht, noch eine Werbung. Auf Instant Gaming könnt ihr Spiele von unterschiedlichen Plattformen zu ihren besten Preisen kaufen. Egal ob PlayStation, Xbox, Switch oder die ganzen anderen PC-Publisher, wie zum Beispiel Steam oder GOG.com. Aber auch alte Konsolengames werden dort angeboten, sowie auch Geschenkkarten wie zum Beispiel Xbox Live oder PS Plus. Schnelle Lieferung, einwandfreier Support und natürlich beste Preise. Bewertet von Trustpilot mit hervorragend. Weitere Info und Link dazu in der Videobeschreibung. So, da sind wir wieder. Regina, warum? Also, ein Nichtsnutz mit dem dämlichen Namen Eloise Dakin hat mich verarscht und die Stadt verlassen. Aber scheiß auf den Typen. Ich brauche die Daten, die er in NC zurückgelassen hat. Vor allem die auf seinem Laptop. Details im Anhang. Kümmer dich drum. Ja. Immer diese Regina, ne? Was will die eigentlich von mir? Hat die irgendwie Probleme? Hi, ich bin da. Ach, weißt du was? Scheiß auf Silent, oder? Ein Joy-Toy. Vielleicht doch nicht scheiß auf. Wo bist du? Ach, du bist wieder so ein Joy-Teil. Ja. Nö, also. Macht's mal mit der Pistole. Ich hätte das gar nicht mal gecheckt. Was ist denn? Ist da oben? Da oben ist noch was zum Hacken, ne? Du sitzt in der Scheiße! Da unten ist was. Okay, gut zu wissen. Ja, okay, der ist nicht sofort gestorben, leider. Wahrscheinlich, weil ich keinen Crit gemacht habe. Ich habe keinen Crit-Schaden gemacht, ja. Zugriff gewährt. Ich habe irgendwas bekommen, womit ich Zugriff habe. Okay. Ja, das nehme ich an. Hier ist ja eh nichts los. Also. Ich meine, unter mir ist sogar ein Ripper-Dog. What the fuck? Wo zum Beispiel bin ich denn hier? Was ist denn das für ein. Hey. Ich bin jetzt wieder gelandet. Bin ich schon wieder woanders? Ach, da ist ein Ripper-Dog, tatsächlich? What the fuck? Warum ist hier ein Ripper-Dog? Verschlüsselte Splitter. Welche Splitter, die du in der Welt findest, enthalten eine da. Oh! Danke für das Geld. Joy-Toy. Bist du? Ach so. Ein Char-Brandgranate. Wo haben wir noch irgendwas? Hey, falls du zuhörst, deine Mutter ist eine Hure.
Ja. Ich weiß nicht, wer meine Mutter ist, keine Ahnung. Vor allem, wo muss ich denn lang? Geh mal hier oben lang. Wie komme ich jetzt zu diesem Ripper Dog? Ah, hier. So eine Schisser regen mich echt auf. Oh. Na, ist erstmal was snacken. Gönnung. 551C55, das ist sehr einfach. Wir können sogar alle machen. Wenn wir es schaffen. Okay, hier ist 55. Dann habe ich hier direkt 1C. Und dann brauche ich nochmal 1C. Das heißt, ich hole den hier. 55, 1C, 55. Danach brauche ich nochmal einen 55. Das heißt, ich hole den. Das heißt, 55, 1C, 55. Dann hier der 55. Und dann müsste ich auf E9 kommen. Geht nicht. Das heißt, ich muss einen anderen Weg gehen. 55, 1C. 5-5. Okay, warte. 5-5. 1-C. 5-5. 5-5. E9. 1-C. Perfekt. 5-5. 1-C. 5-5. 5-5. E9. 1-C. Haben wir alles bekommen. So muss das doch sein. Hey, falls du zuhörst, deine Mutter ist eine Hure. Ja, ich erlöse dich gleich. Keine Sorge. Weißt du was? Einfach nur, weil ich kann, nehme ich das. So. Hast du jetzt irgendwas davon? Ripper Dog? Wer auch immer du warst. Wer hätte das gedacht? Konzerne oder nicht, ohne Chrom sehen alle aus wie kugeldurchsiebte Fleischsäcke. Nee, eine epische. Nicht legendary. Episch. Episch ist aber trotzdem geil. Epische Waffe einfach mal gesnackt. Wo ist denn Johnny wieder? Hallo, ich hab dich doch gerade gesehen. Na, egal. Hm. Koffer. Nimm mich mit. Komm jetzt hier rein. Ah, ja. Ja, ich. Hier noch was, also was Wichtiges? Ich glaube nicht. Drück einfach mal die ganze Zeit F, 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 F. Nö, hier ist nix. Aber hier sind zwei Ripper Dogs. Hey, wo kommst du denn her? War gerade unten. Willst du das erklären? Ich weiß nicht, was du da gesehen hast. Ich gehe da nie runter. Ich weiß nicht, die haben mich gezwungen. Ich bin ihre Geisel. Die meinten, wenn ich abhaue, bin ich der Nächste. Ich schwör's. Okay, okay. Ich glaube dir. Tu ich eigentlich nicht, aber egal. So schrecklich. Bin froh, dass es vorbei ist. Hast du nur mal Glück, hä? Was hast du so für Ware? Na, zeig mal. Vielleicht hast du ja was Geileres. Hast du hier was Geiles? Nö. Hast du hier was Geiles? Ja! Resistenzen um 8 gesteigert. Perfekt. Sündlunge. Ausdauerregeneration. Biomod. Stellt sofort 50%, wenn deine Gesundheit sinkt. Stellt sofort 10%. Bla. 30%. Adrenalin-Booster. 18 Konstitutionen. Boah. Jetzt sofort 10% Gesundheit wieder her. 15 technische Fähigkeit. 3%. 30% Ausdauer. Verringert alle Abklingzeiten für Cyberware. What? Oh, das ist krass. Außerhalb des Kampfes um 2. Ist das teuer? 3000? Nehme ich in Anspruch, wenn ich es danach nutzen kann. Ja, dieses Ausweichen-Dings. Okay, was hast du hier? Hast du hier vielleicht was Geileres? Tetratonic. Nö. Nö, nur Shit.
Für Skelett vielleicht? Hey, erhöht die Gesundheit um 20%. Leck mir Mokka. Nice. Smartlink und ja, der ballistische Co-Prozessor. Armee. Da sind wieder diese komischen Dinger. Für die Beine hat er auch noch das eine Ding. Ja, dann nehme ich noch das eine hier in Anspruch. Das hier. 3000. Und Frontalkortex. Da kommt voll Scheiß drauf. Einfach damit wir mehr Stuff ausgerüstet haben. Ja. Machen wir so. Gut. Du gehst einfach. Okay. Natürlich. Also, wie gesagt. Was denn? Oh, du bist es. Was gibt's? Nix. Du gehst einfach. Ja, ich geh einfach. Was du? Willst du tanzen oder was? Du kannst mit meiner Waffe tanzen. So, wir sind jetzt noch ein bisschen krasser. Noch mehr Gesundheit. 20% Gesundheit ist ja voll nice. Ruf Sandra an. Okay. So, mal kurz den Punkt. Du bist doch wie, oder? Ja. Hast du die Datenbank gefunden? Ja. Du willst es wirklich wissen, was? Du rätst nie, wo sie war. Das war eine richtige Scaff-Jagd. Sandra? Bist du da? Ja. Ich hab nur... Seit sie mir gesagt haben, was passiert ist, sehe ich sie überall. Ich dachte mir, dass sie sie haben. Aber ich hätte sie niemals selbst gesucht. Nicht nach dem. Ich rede mir ein, dass es vorbei ist. Dass sie jetzt weg sind. Hör mal, du bist Platin-Kundin beim Traumateam. Besser geht's nicht. Ich bin mir sicher, der Sick Hammer-Exploit ist längst behoben. Stimmt. Aber wer weiß, was sich die Scaffs nächstes Mal ausdenken. Naja, jetzt ist jedenfalls alles vorbei. Ich muss mich um ein paar wichtige Dinge kümmern. Willst du darüber reden? Ach, schon gut. Bring einfach die Datenbank in mein Apartment. Ich schick dir gerade die Adresse. Danke. Sandra Dorset, ist das... Die Parade wird bald beginnen. Ich warte, wo wir vorhin waren. Bei den Ständen? Handel dir nur kein Ärger ein. Und zwar... Ist das die von der ersten Mission mit Jackie? Die aber aus dem Wasser da hochgeholt, aus diesem Badewannenpool-Dings da geholt haben? Was sind das hier für welche? Hey. Tut ihr mir was? Steht ihr einfach hier nur so rum? Na klar! Was denn? Das mit deinem Carol? Fick mir einen rostigen Nagel! Was? Oh. Oh! Hab sie! Ich glaube, die Waffe, die wir gerade haben, ist sehr krass. Alter, ich weiß gar nicht, was hier passiert ist. Ja, klar, steig in das brennende Auto ein. Ja, genau wie. Mach das. What the fuck? Alter, ich mach der die einfach hier. Ich weiß gar nicht, was richtig hier passiert ist. Ja, Steckschlüssel, ja, danke. Hier, weil es so lustig ist, nur eine Granate. Cool. Ja, die Waffe ist, glaube ich, auch verpowert. Also, die hat das Auto mit 2-3 Schüssen kaputt gemacht. Das ist ja heftig. Ja, ich will noch nicht play it safe, ich will noch full Disclosure. 73 Meter entfernt. Ah, ich laufe auch drauf zu. Perfekt. Wo ist es denn? Ach da. Ja, hup doch nicht.
Ich bin dein Meister. Du bist mein... Mein Motorrädchen. Oh Gott! Oh Gott. Boah. Ey, komm, das war gut. Neue Nachricht. Gute Yakitori. What the fuck? Oder meinst du die Ramen? Gibt es in dieser Einöde nichts zu essen? Tom Steiner. Oh ja. Ich finde das voll geil, dass du einfach so mit so Leuten, dass du einfach mit denen so chatten kannst, so gesehen. Finde ich voll nice. Einfach so mittendrin irgendwann. Klar, außer Regina. Regina geht mir um Keks. Regina, die. Gehen wir nach oben. So. Ich weiß auch gar nicht, was bei welcher Folge ich. Ach, ich bin schon bei 6. Oh Gott. Dann gehen wir auf jeden Fall danach sofort zur Hauptquest. Weil ich möchte unbedingt diese Parade sehen. Sandra? Ich bin's, wie? Ich hab deine Datenbank. Ich weiß nicht, aber ich hol meine Waffe mal lieber raus. Sandra? Bist du da? Bist du allein? Ist dir jemand gefolgt? Nein. Was glaubst du denn? Mach schon. Ich will die Tür nicht lang offen lassen. Immer noch Schiss vor den Scavs? Eine Freundin von mir meinte, dein Gedächtnis wäre gelöscht. Die Scavengers? Nein, ich denke da eher an... Ach, ist doch egal. Hast du die Datenbank? Ja, hab ich. Hier. Keine Angst. Ist vollkommen intakt. Immer wenn jemand keine Angst sagt, wird mir ein bisschen mulmig zumute. Du hast nicht zufällig mal kurz reingesehen, oder? Ich bin Profi. Diskret und loyal. Gut. Dann ist das für dich. Für deine Loyalität. Ich habe noch einen kleinen Diskretionsbonus draufgetan. Danke. Bis irgendwann dann. Die hat irgendwie... Die hat einen Sicherheitsgeschützturm hier drin. What the fuck? Die hat einfach ein fette... Guck mal die Waffe da an. Also die hat einfach so ein fettes Ding dahin. Alter. Ich glaube, ich bin ein bisschen paranoid. Aber hast du vielleicht noch hier irgendwo... Oh. Interessante Toilette, so eckig. Krass. Sie wird mir aber als Gegner angezeigt. Okay. Ich muss wieder runter. Nice, dann gehen wir jetzt wieder. Play it safe. Begib dich zum Bazaar in Japantown. Ich wünschte, ich könnte diese Waffe, die ich hier gerade habe, noch mit einem Schalldämpfer ausrüsten. Dann wird die, glaube ich, sogar meine Pistole ersetzen. Aber... Oh, lecker. Gib mir das. Aber ich kann es nicht haben. Lager. Ne, ich wollte nicht ein Lager öffnen. Ich wollte aufsteigen. Und dann wollte ich. Nach hier. Moin. Hi, Eddies für den Veteran. Klar. Hier, bedien dich. Ich wusste, du bist eine von den Guten. Danke. Warum nicht? So, MT10A Lexington. Du bist Legendary. Das ist, gefällt mir schon mal. Die ist sehr schnell, macht nicht ganz so viel Schaden. Verringert das Schwenken der Waffe, hat ein... was hat die da? Ein Visier?
zwei Mods und theoretisch noch ein Schalldämpfer. Kann die tragen. Und dann habe ich hier Liberty gefunden. What the fuck? Auch eine Legendary? Okay, die muss ich mir aber mal speichern auf jeden Fall. Die kann weg, die kann weg, die kann weg. Die werde ich lagern. Die werde ich... ja, zerstören wahrscheinlich, weil... ist eine epische, die bringt 350, klar. Aber... ja, verkaufen oder zerstören, ich weiß es noch nicht. Hier haben wir noch zwei Schrottsachen. Dann haben wir hier noch was. Das Ding kann weg, das Ding kann weg. 38 Panzerung. Ist aber nicht so geil wie unsere Schuhe. 37, auch nicht so geil. Einfach verkaufen. Reißfest. Ja, nice. Die können wir auf jeden Fall anziehen. Verringert den durch negative Statuseffekte. Ja, okay. Aber 38 Panzerung ist halt nice. Was ist das denn? Technopolymer Labor Infovisier. Klar. Kenne ich. Ja, weiß ich auf jeden Fall, was gemeint ist. What the fuck? Verkaufen wir die Hose? Ne, ich werde die wahrscheinlich zerlegen, weil... ja, zerlegen ist ja besser. Hier ist noch Alkohol, den kann ich wegtun. Alkohol ist übrigens auch mit Gewicht verbunden. Das heißt, der wiegt auch immer was. So. Und zwar, dann haben wir ja hier die neue Hose. Ich glaube, die werde ich auch ausrüsten, weil die halt... die sieht potthässlich aus. Die sieht so potthässlich aus, dass ich die einfach nicht mal mehr ausrüsten will. Sorry, die sieht so potthässlich einfach nur aus. Was kann denn die Liberty hier? Die ist schneller, macht aber nicht so viel Schaden. Nee, ich bin lieber der Freund von der Pistole, die wesentlich mehr Schaden macht, als dass sie Geschwindigkeit hat. Ich lieber einen fetten Revolver oder so, der 300 Schaden macht und nur ein Schuss pro keine Ahnung was, als eine Waffe, die so piu 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 machen kann, macht aber nur 20 Schaden oder so. Nee, dann lieber so eine richtig krasse Durchschlagswaffe. Für den Silent halt, weil wenn du Silent spielst, verlierst du Schaden und dann nützt dir Schnelligkeit halt nichts. Wo nützt dir Schnelligkeit überhaupt was bei einer Waffe? Es ist doch viel krasser, wenn eine Waffe mehr Schaden macht. Klar, du kannst nicht so oft schießen, aber du machst halt wesentlich mehr Schaden. Kann man sehen, wie man will. Hier werde ich erstmal auch... Schöner Tag, oder? Ja. Da ist ja noch einer. Ich muss jetzt mal speichern. So. Jetzt ein Splitter hier, die rumliegen. Ah, hier ist er wieder. Ja. Hey, gerade rechtzeitig. Was hast du denn gegessen? Goro, wenn du springen willst, denk dran. Es gibt Hotlines für solche Situationen. Das ist nicht witzig. Ich find's wohl. Gerade beginnt bald. Ich find's wohl witzig. Ich habe auch alle Daten angepasst. Ich rate dir, sie auch anzusehen. Ja, zeig mal. Ja. Ja, was ist denn jetzt? Achso. 41 funktioniert die Malware. Sogar viel besser als erwartet. Unsere Augen und Ohren sind im Wachraum. Ich habe die Kameras geprüft und weiß, wo die Scharfschützen sind. Perfekt. Es sind drei. Du musst sie alle ausschalten, ehe sie mich ausschalten. Ja, ich habe eine gute Waffe dafür. Du kommst über viele Wege an sie ran. Der erste ist in der Nähe. Sollte leicht sein. Der zweite ist schwierig. Die Scharfschützen wäre. Der dritte versteckt sich auf der Fußgängerbrücke über der Straße. Wir sind hier. Hanako-samas Wagen wird hier beim Notausgang halten. Den benutzen wir, wenn alles vorbei ist. Von diesen Punkten hier hast du einen guten Überblick. Aber die Scharfschützen sehen noch besser. Wenn sie dich sehen, peng. Bye bye.
Naja, die kriegen mich nicht One-Shot. Denk dran, lass dich auf den Wagen springen, reinklettern und Hanako-sama treffen muss. Das Letzte fürchte ich am meisten. Alles verstanden? Bist du bereit? Gibt es einen Plan B? Warte, falls alles den Bach runtergeht, gibt's einen Plan B? Was glaubst du denn? Man beschuldigt mich des Verrats an Arasaka. Obendrein schlage ich mich zur Schwester des CEOs durch. Es gibt keinen Plan B. Dieser muss klappen. Okay. Bist du ich bereit? Schon. Die Frage ist, bist du's? Es ist mein Plan, oder nicht? Vergisst du da nicht eine Kleinigkeit? Dein Kumpel, oder? Oder hat Ehre. Er wird es nicht wagen, die Hand gegen mich zu erheben. Vielleicht. Bis du ihm und Hanako auf den Kopf fällst. Das ist wahr. Instinkt und Reflexe gewinnen in solchen Momenten oft die Oberhand. Also? Also hoffe ich, ich bin immer noch schneller als er. Pass auf dich auf, Goro. Ja, okay. Oh, schön, das Bild. Das nehme ich als Thumbnail. In der Position. Die Wagen fahren jetzt. Oh, das ist cool. Sei vorsichtig, sonst schicken sie Arasaka. Alter. Ich habe einen Netrunner in der Arasaka-Uniform gesehen. Er versteckt sich hier. Okay, bin bereit. Dann fangen wir an. Du musst die Schützen erreichen, ehe Hanako-samas Wagen auftaucht. Ja. Wer bist du? Eine Wache. Boah, das ist krass. Geil. Ich will eigentlich gerade nur da stehen und einfach zugucken. Du bist nah dran. Er ist gleich vor dir. Er hat die Leute im Blick. Ist abgelenkt. Der wird gar nichts merken. Oh, hier kann man noch ein bisschen Loot snacken. Ja, perfekt. Snacken wir uns noch mal ein bisschen Geld. Oh Gott, das ist schwer. BD E9. Okay, BD E9 habe ich. 1C, 1C. BD, ja, geil. BD E9, 1C, 1C, BD. Damit hätten wir die besten beiden gesnackt. Geht's hier hin? Und beständiger als je zuvor. Vor kurzem fiel mein. Ich bin. Okay. Ich bin auf einer durchgefallen. Ich hätte auch hier reingehen können. Ach so. Der Junkie beim Ballonstamm. Kümmert euch drum. Kontrolliert. Position halten. Balkon, zweite Etage. Frau in Rot. Womöglich bewaffnet. Abbruch. Wiederhole. Abbruch. Ist nur ein Fernglas. Holt euch den Junkie.
der Klang. Könnte ich hier irgendwie Ablenkung starten? Ich kriege kein Ablenkungsmanöver. Ich kann auch nicht da drauf gehen und den packen, oder? Boro, ich habe den Näheren erledigt. Jetzt spring auf den Balkon mit dem grünen Pfeil. Der Fahrstuhl. Geh über die Brücke auf die andere Straßenseite. Das ist so krass gemacht, ne? Alter. Das ist ein geiles Bild. Holy shit. Da hinten ist ein Drache. Aber es blendet gerade sehr. Holy shit. Alter. Kann ich den eigentlich hacken oder so? Oh, das ist der Drache. Alter, das ist mega geil hier. Ich feiere das richtig hart. Jetzt halt dich alle kreuzweise! Bist du bescheuert? Die haben Tom umgebracht. Nee, das ist wichtig. Oder redet mit jemandem. Ich verlinke dich, damit wir weiter zuhören können. Noch einmal, die Sicherheit ist unzulänglich. Sie erfüllt keiner unserer Normen. Hanako-sama sollte nicht hier sein. Stellst du Yorinobus Befehle in Frage? Mach deinen scheiß Job. Verstanden. Overland Ort. Genau wie erwartet. Oda ist hier. Ich melde mich, wenn ich was Neues weiß. Ja, hey, die Robosau kenne ich. Adam Hackfresse Smasher. Ah. Der Typ, der dich gekillt hat? Typ, der Wichser ist kaum noch Mensch. Aber weißt du was? Gut, dass er hier ist. Warum gut? Ich bin schon in der Welt ohne Saburo aufgewacht. Muss ich halt mit Smasher Vorlieb nehmen. Vorlieb nehmen? Du hast doch nichts zu verlieren. Okay, okay. Dann eben wir. Dein Finger am Abzug, schon klar. Ja, Johnny, sprich. Ich kann mit Johnny reden, aber er lässt mich nicht. So. Versuch den Wartungsbereich zu erreichen. Von dort kannst du hochklettern. Okay. Aber ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Ich finde das so geil hier, ey. Alle Fraktionen haben. Sehr nice gemacht. Yo. Okay. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Alter, wie viele Leute. Alter, wie viele Leute da stehen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.